Ah, ja, 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 let's ja, go, ja, let's ja. go, let's go, let's go! Scouty gegen Slushy. Yes, es wurde angerichtet. Oh, und das fängt ja schon mal ziemlich gut an hier gerade für Slushy, aka Sporterkurs. Ja, dazu muss ich sagen, Ice-T gegen Fulgurillo waren jetzt eben gerade schon im Game. Mhm. Das finde ich ein bisschen schade auch. Also, wahrscheinlich war Fulgurillo direkt danach fertig als das andere Set schon losging. Ja. Die wollen die natürlich auch nicht warten. Ja, schade. Aber genau, die spielen gerade. Ihr könnt ja mal das Bracket ein bisschen im Auge behalten und dann gucken, dass ihr beiden den Sieg bekommt. Okay, Kim. Nee, kommt noch rauf. Scouty mit Zero Suit unterwegs inzwischen. Auch interessant. Meiner Meinung nach ein ziemlich cooler Charakter. Ist eigentlich in jedem Smash-Teil ziemlich cool. Total. Okay, Spartakus. Also jetzt hier gerade. Ja, ich finde von Zero Suit einfach die Aerials so genial. Ja? Mhm. Sie ist so schnell, so versatil, so flink. Auch agil gerade, um von links zu bearbeiten, einmal rüber, rechts bearbeiten. Auf hohe Sprünge, sehr hohe Sprünge. Ja. Und mobil. Und dann, wenn du nachher zum Beispiel die Abi richtig triffst, naja, ist das ein klasse Finisher. Ja, safe. Das hat schon immer sehr viel Spaß gemacht, auch vor allem in Smash-Spielen mal dazu zu sehen, aber auch im Brawl. Ziemlich cooler Charakter. Okay, immer noch drei Stocks hier gerade auf Sporterkurs. Ja, korrigiere mich, falls ich da falsch liege. Im Brawl war das nicht so, dass du Zero Suit wurdest, sobald Samus da irgendwie. Also, du konntest deinen Smash. Post-Smash, Final Smash benutzen, ja. Und dann wurdest du zu Zero Suit. So, aber du konntest auch irgendwie L oder R oder Z oder alles zusammen, versuch mal im Menü ja. Gedrückt halten, während du Samus ausdrücken und wählst. Und ah. Dann hat sich Samus praktisch direkt zum Anfang des Matches verwandelt. Okay, so wie Zelda schiebt mich ja nicht. Ja, nur am Anfang des Sets dann halt, ja. Dann des Games. Ja. Und dann hattest du auch immer die ganzen Teile zur Verfügung. Die waren komplett insane. Also die Teile, die vor dir abgefallen ja. sind praktisch und du konntest die ganze Zeit werfen. Drei Stück, die sind ewig geblieben. Oh, das könnte es gewesen sein. Nee. Geht das zufällig auch beim Pokémon-Trainer? Nee, ne? Dass das du da einwechseln kannst, beziehungsweise auswählen kannst, wenn du am Anfang haben möchtest. Also jetzt in Ultimate? Ja. Ja, kannst du. Du musst einfach nur auf das Bild von dem Charakter tippen, den du spielen möchtest am Anfang. Oh, das könnte es gewesen sein. Aber die Abi trifft nicht. Und es war dringend nötig eigentlich, der Kill hier. Jetzt sind halt die Go-Moves am Start und sind einfach scary. Ja, davon willst du dich auf jeden Fall nicht gerade nicht mit so 150% treffen lassen. Mhm, da ist genau. Er. Okay, Slushy 1-0 in Führung. Holt er hier den Upset? Mhm. Die Frage ist auch, bleiben wir bei Zero Suit oder gehen wir auf Falco oder die anderen Chars, die Scouty gut spielt? Ja, gerade hier angekommen. Ja, was hast du gerade, ne? Also vor ein paar einer halben Stunde oder sowas. Ja, wahrscheinlich auch den aufregendsten Weg heute hierher gehabt, ne? Du? Nee, ja. Scouty. Ah, ja, definitiv. Safe. Eine Autopanne ist schon immer echt blöd. Ja. Vor allem, wenn die dann gesagt werden können, ja, das können wir jetzt nicht reparieren, leider. Ja, boah, ärgerlich so. Okay. Aber schön, dass das hergeschafft hat. Ja, auf jeden Fall. Dedication. Wir sehen hier Scouty mit dem Falco. Mal gucken, ob das was ändert. Slushy auf jeden Fall auch. Lernkurve ist da. Also deutlich besser geworden. Ja. So, das ist gut. Jawohl. So, jetzt sind wir. Jetzt schauen wir. Sehen wir wieder den Chat. Sehr schön. So, Go ist am Start. Ja, Scouty muss jetzt so schnell wie möglich Go loswerden. Oh, das überlebt er. Den Millie-Movement hier.
Ja, wollte ich gerade sagen, gleich fängt er an. Ja, pass auf. Dringend nötig gewesen. Das war ziemlich even eigentlich gerade noch. Aber auch so kann. Oh mein Gott, das war nice. Auch so kann Hero natürlich. Hero, sag ich schon. Terry gut killen. Ja, hat er aber auch sehr gut da gerade gemacht mit der Plattform halt. Auf jeden Fall, ja. Spielt, ne? Komm mal, auch in der Upsmash. Ziemlich nice. Jetzt wieder. Komplett knapp. Ja, das ist aber auch der Vorteil, wenn du einfach weißt, wie nachher die Hitboxen von den Fähigkeiten funktionieren, ne? Dann kannst du das halt auch so machen. Mhm. Hat er einen klasse Abfang in der Mitte. Ja, hat auch eine unfassbare Hitbox einfach. Mhm. Oh, kommt da vielleicht noch einer? Von den Jump Tickets? Oh! Ja, die Backer killt als einziges nicht von den Drehmoves. Die Backer regelt wieder. Und der Upsmash regelt auch wieder. Sauber. Okay. Jetzt hier Combo für Slash, Scouty. Falls Kaya Kosmos der Gute noch im Chat ist, ich glaube, Scouty braucht gerade ein bisschen deinen Support. Noch ein bisschen Cheering. Oh! Okay, die Backer. Ja. Darf natürlich auch nicht stale werden. Oh, okay, unterbrochen. Ja. Okay, nochmal Uptilt und der Backer. Ja. Aber zu stale, tatsächlich. Und, oh. Go ist wieder aktiv. Das sind zwei Moves. Zwei Moves. Das ist komplett even gerade. Ja, zwei Moves. Oh, okay. Ich habe da mit dem Backer wieder gerechnet. Ah, und da ist er. Das war so ultra knapp gerade. Ich habe schon kommen gesehen, dass da irgendwie ein Powergazer irgendwas abfängt oder so und dann dass Slushy hier 2-0 einfach das Set gewinnt. Aber ja, Scouty schafft es noch auszugleichen und wir gehen in Game Nummer 3. Das alles entscheidende Game. Und ich sehe da schon im Hintergrund jemanden, der aussieht wie Justin und irgendwas da oben links auch noch. Ich weiß aber nicht, wer. Das ist bestimmt unsere nächste Begegnung. Das mag gut sein, du. Scouty geht wieder für Falco und wir haben auch wieder Terry. Terror. Okay. Ja, wir gehen auf Battlefield oder was? Small. Okay. Ja, small. Ich hab, Terry ist Fatal Fury oder wie heißt das? Ja. Ja, habe ich nicht gespielt tatsächlich. Ich hab das tatsächlich gespielt. Einmal bei einer Convention. War lustig. Also, war schon funny tatsächlich. Das ist doch so, auch so Sidescroll-mäßig wie gemacht? Nee, das ist einfach ein ganz normales Fighting Game. Ah, okay. Genau. Also, es ist einfach Street Fighter-like. Okay. Weniger Technik, mehr Street Fighter. Mhm. Das unglücklich. So was kann natürlich auch passieren. Ja, die Side-B spiked inzwischen. Da muss auch lachen. Ja, das Ding ist, jetzt verliert er halt seinen Go-Vorteil. Ne? Wobei er es jetzt letztes Game auch immer gut geschafft hat, noch auszugleichen mit den Upsmashes. Die Upsmashes waren nice, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, voll. Voll, da hat er super gut halt mit der Plattform gespielt. Ne? Vielleicht kriegt er das ja diese Runde jetzt auch gemacht. Darf man auch echt nicht unterschätzen, nämlich der ist gut. Also der Upsmash, man sieht ihn einfach nicht selten, weil er so viele andere Sachen hat. Versucht damit den voll aufgeladenen Smash. Ja, das war auch gut risky, da reinzugehen mit dem Abi, aber es hat der Payoff war da. Okay. Uptail im Tor. Das ist für mich getroffen. Okay, Go ist wieder am Start. Zeit wieder rein. Ja, das ist der V-Gamer. Ja. Oh, okay, nice. War ein bit too early. Und das war. Diesmal merke ich so gut wie keine Verunsicherung von Scouty, weil im Game davor auf jeden Fall. Ja, der hat jetzt aber seinen Flow und seinen Roll gefunden. Ja.
der hat jetzt auch Lust, irgendwie mal ein bisschen riskanter zu spielen. Ja, zu stylen und so. Oh. Man sieht's. Gutes Set soweit. Ja. Cool. Nice. Das ist aber gut, man sieht auch, Slushy lässt sich davon die Laune nicht verderben. Der ist so viel am Grinsen, der Junge, das gefällt mir. Auf jeden Fall, ja. Bringt gute Laune, hat auch Bock zu kommentieren und so. Immer gerne gesehen. Genau wie sein Bruder, der Yoshi spielt. Ah. Sehr sympathisch. Ja, okay, also, Go ist am Start. Aber zwei Stocks, ne? Early zwei Stocks, ja. Catching up. Okay, also, Scouty gewinnt das Ganze hier 2-1. Aber gute Leistung von beiden, also.